dass ich gleich mit dem Thema, das wahrscheinlich ganz viele von Sie am meisten interessiert, beginnen möchte, das Thema Sicherheit auf der Wiesn. Und dazu möchte ich Ihnen sagen, dass es jetzt noch nichts Neues gibt. Es ist so, Sie haben die Berichterstattung der letzten Tage verfolgt. Wir haben aufgrund der schrecklichen Anschläge in München, Würzburg und dann auch in Ansbach natürlich das Sicherheitskonzept in besonderer Weise noch einmal kritisch anzuschauen, zu überprüfen und in besonderer Weise noch einmal weiterzuentwickeln. Der Stadtrat hat in Form des Ältestenrates, also ein Gremium, das auch schnell und flexibel zusammentreten kann und in dem alle großen Fraktionen vertreten sind, in einer Sitzung am Dienstag beschlossen, dass die Sicherheitsfachleute, die also mittlerweile in 6 Besprechungen zusammensaßen, dass es den Sicherheitsfachleuten obliegt, der Verwaltung obliegt, jetzt auf diese Situationen angemessen auch zu reagieren. Es ist mal das Thema Zaun diskutiert worden. Es war im Stadtrat vor einem anderen Hintergrund, vor dem Hintergrund der Überfüllung. Jetzt ist es so, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das Thema Kontrolle auf dem Oktoberfest sicherstellen können. Und das ist also ein neuer Sachverhalt. Sie wissen, dass das Thema der in der Diskussion ist. Der Ältestenrat hat hierzu auch gesagt, dass das tabufrei geschehen soll, also ohne irgendwelche Denkverbote, weil das Thema Sicherheit ganz oben steht. Und es passiert jetzt. Es passiert in einer Besprechung, die heute stattgefunden hat. Und es wird auch nächste Woche noch weitergehen mit weiteren Besprechungen. Aus der heutigen Besprechung heraus wurden einige Hausaufgaben verteilt. Es gibt Dinge, die jetzt im Nachgang auch zu prüfen sind, zu überlegen sind. Und nächste Woche geht es dann weiter. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Wir werden natürlich, wenn das Sicherheitskonzept dann abgerundet steht und sich alle Fachleute einig sind, natürlich auch wieder eine Information herausgeben. Das ist selbstverständlich, was dann letztendlich jetzt die weiteren Abrundungen, Eckpfeiler dieses Sicherheitskonzeptes sind. Aber heute kann ich dazu nichts sagen, außer dass, wie gesagt, alle Beteiligten da intensiv daran arbeiten und jetzt also auch mit Hausaufgaben weiterarbeiten werden bis zur nächsten Woche. Ich glaube, ich muss es nicht gesondert erwähnen, das Thema Sicherheit steht ganz, ganz, ganz oben. Es ist für mich auch wichtig zu sagen, dass wir alles tun werden, dass ich alles tun werde, dass das Maximale an Sicherheit auf der Wiesn besteht. Dabei muss immer gesagt werden, hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben. Das geht nicht auf dem Oktoberfest, das geht nicht im öffentlichen Raum, das geht eigentlich nirgendwo. Also es geht darum, das Maximale zu erreichen, dass wir alles tun, dass wir überlegen, was ist geeignet, erforderlich, aber auch angemessen. Und daran wird weiter gearbeitet, meine Damen und Herren. Das ist das, was ich jetzt Ihnen heute zum Thema Sicherheit sagen kann. Und wie gesagt, alles Weitere wird dann folgen, wenn die Fachgremien soweit sind, dass wir sagen, wir haben jetzt ein abgerundetes Konzept, das wir dann mit der Antragstellung auf Zulassung des Oktoberfestes beim Kreisverwaltungsreferat einreichen können. Natürlich, wenn das Sicherheitskonzept dann abgerundet steht und sich alle Fachleute einig sind, natürlich auch wieder eine Information herausgeben, das ist selbstverständlich, was dann letztendlich jetzt die weiteren Abrundungen, Eckpfeiler dieses Sicherheitskonzeptes sind. Aber heute kann ich dazu nichts sagen, außer dass, wie gesagt, alle Beteiligten da intensiv daran arbeiten und jetzt also auch mit Hausaufgaben weiterarbeiten werden bis zur nächsten Woche. Ich glaube, ich muss es nicht gesondert auch zu reagieren. Es ist mal das Thema Zaun diskutiert worden. Es war im Stadtrat vor einem anderen Hintergrund, vor dem Hintergrund der Überfüllung. Jetzt ist es so, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das Thema Kontrolle auf dem Oktoberfest sicherstellen können. Und das ist also ein neuer Sachverhalt. Sie wissen, dass das Thema der in der Diskussion, dass ich gleich mit dem Thema, das wahrscheinlich ganz viele von Sie am meisten interessiert, beginnen möchte, das Thema Sicherheit auf der Wiesn.
Und dazu möchte ich Ihnen sagen, dass es jetzt noch nichts Neues gibt. Es ist so, Sie haben die Berichterstattung der letzten Tage verfolgt. Wir haben aufgrund der schrecklichen Anschläge in München, Würzburg und dann auch in Ansbach natürlich das Sicherheitskonzept in besonderer Weise noch einmal kritisch anzuschauen, zu überprüfen und in besonderer Weise noch einmal weiterzuentwickeln. Der Stadtrat hat in Form des Ältestenrates, also ein Gremium, das auch schnell und flexibel zusammentreten kann und in dem alle großen Fraktionen vertreten sind, in einer Sitzung am Dienstag beschlossen, dass die Sicherheitsfachleute, die also mittlerweile in 6 Besprechungen zusammensaßen, dass es den Sicherheitsfachleuten obliegt, der Verwaltung obliegt, jetzt auf diese Situationen angemessen Aktion ist. Der Ältestenrat hat hierzu auch gesagt, dass das tabufrei geschehen soll, also ohne irgendwelche Denkverbote, weil das Thema Sicherheit ganz oben steht. Und es passiert jetzt. Es passiert in einer Besprechung, die heute stattgefunden hat. Und es wird auch nächste Woche noch weitergehen mit weiteren Besprechungen. Aus der heutigen Besprechung heraus wurden einige Hausaufgaben verteilt. Es gibt Dinge, die jetzt im Nachgang auch zu prüfen sind, zu überlegen sind. Und nächste Woche geht es dann weiter. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Wir werden natürlich